Ja, so sieht er aus, der Azubi des Monats des Landes Brandenburg. Es ist Lars Berger und er ist Tischler in Brandenburg an der Havel. Seit 2014 zeichnet die Handwerkskammer jeden Monat einen Lehrling aus und alle Betriebe können ihre Azubis nominieren. Wir haben Lars ein paar Tage vor der Aufzeichnung in seinem Betrieb getroffen. Das ist Lars und Lars weiß natürlich noch nicht, dass wir ein Porträt über den Azubi des Monats drehen, für den ihn sein Betrieb in Brandenburg an der Havel nominiert hat. Lars ist im zweiten Ausbildungsjahr als Tischler und geht damit einen ganz anderen Weg als viele Altersgenossen, die lieber eine Karriere vor einem Bildschirm anstreben. Mit YouTube-Influencer habe ich gar nichts am Hut. Also das ist absolut nicht meins. Also ich gucke zwar mal, aber das so beruflich zu machen, wäre überhaupt nicht meins. Ich brauche was, also was Händisches. Ich bin so ein Mensch, der will dann auch sehen, was ich mache und will dann auch am Ende ein Ergebnis dazu stehen haben. Also mich jetzt irgendwo an den Schreibtisch setzen und den ganzen Tag ein paar Zahlen eintippen und dann machst du einen Computer aus und dann hast du ja nichts. Also ich bin ein Mensch, der will das dann gerne in der Hand haben, was er dann geschaffen hat und erschaffen hat. Lars Ausbilder Heiko weiß genau, viele Jugendliche brechen heute ihre Lehre im Handwerk ab. Nicht so Lars, der arbeitet sogar als Lehrling schon bei großen Projekten tatkräftig mit. Lars ist ein sehr motivierter Lehrling, freundlich, der ist meist pünktlich, was ja heutzutage auch schon selten geworden ist, muss ich sagen. Und er ist auch sehr interessiert an dem Tischlerhandwerk. Wenn man ihm was erklärt, hat er eine schnelle Auffassungsgabe und kann es gut umsetzen. Und man merkt, dass er eben auch mitarbeitet. Ja, es gibt ja Lehrlinge, die stehen dann irgendwo 100 Meter wie Feldweg daneben, ja, und da passiert nichts. Aber das ist halt bei Lars, sind wir sehr froh, dass wir ihn haben. Und Lars Arbeiten lassen sich sehen, ob Innendesign mit Holz oder Projekte für den Messebau. Die Firma Interior Production will ihn natürlich auch gerne übernehmen nach der Lehre. Geleitet wird das Unternehmen übrigens von zwei Damen und die müssen sich manchmal ganz schön durchsetzen bei einem Haufen voller Männer in der Werkstatt. Manchmal nicht einfach, weil man hat ja dann auch als Frau so ein paar Ansprüche in Sachen Sauberkeit. Ja, natürlich muss man sich bei den Männern manchmal auch durchsetzen, ohne Frage. Gerade wenn man ja selber den Kundenkontakt hat und dann die Sachen übersetzen muss, damit die Jungs es auch verstehen und annehmen, das ist manchmal nicht so. Das ist eine Herausforderung. Und Lars, der ist auch in seiner Freizeit oft im Wald bei seinem Rohstoff Holz unterwegs. Und er ist glücklich darüber, dass sein Handyempfang hier meistens sehr, sehr schlecht ist. Zeit zum Abschalten in jedem Sinne. Ja, einerseits ist es natürlich Entspannung. Ist halt die Ruhe im Wald findet man ja kaum noch irgendwo anders. Und andererseits ist es auch Arbeit im Wald halt natürlich. Bäume pflanzen, dafür sorgen, dass ich wieder Nachschub habe im Tischlerbereich. Also Glückwunsch Lars, Azubi des Monats November. Ein echter Anpacker, der zufrieden ist, dass er den Beruf gefunden hat, der ihn wirklich erfüllt.